Backstage, hier hat unser Rateteam ganz brav auf uns gewartet und das ist ja hier das erste Aufeinandertreffen. Brett. Wie ist das? Kennt ihr euch? Habt ihr euch schon mal, seid ihr schon mal begegnet irgendwo? Und, ja, habt ihr schon gesehen? Wie fandet ihr sie? Fandet ihr sie gut? Wir kennen uns, du warst auch in der letzten Riverboot-Sendung, da hast du Warhorse vorgestellt und du warst bei Grill den Profi, da hast du gekocht. Daher hatte ich dich natürlich auf dem Schirm, habe mich natürlich auf dich vorbereitet als Gast und deswegen hatte ich natürlich ganz viele Infos über dich. Und als dann Elton deinen Namen fallen ließ, dann hat er gesagt, natürlich das Pferd, das dieses gigantische Pferd. Hat Elton ihn gelöst beim letzten Mal? Elton hat letzte, ja. Ja, schon mal. Ja, letzte Woche. Ja. Da hätte ich gar nicht erwartet, ich war so echt 80% bei Jugend von Elton. Das ist ja auch das, was so ausmacht, oder? Das, was so Spaß macht. Du warst so nah dran, ihr wart wo komplett anders. Ja, ich war ganz weit weg. Also weiter weg geht gar nicht. Jetzt erzählt mal diese Woche, also ich meine, Deutschland ist jetzt komplett im Ratefieber, man muss es wirklich sagen. Werdet ihr angesprochen, so an der Supermarktkasse, ey, bringt doch mal einen Tipp raus, oder von Family and Friends, wie ist das für euch, Colleen? Also meine Mutter war sich zu 100% sicher, hallo Mama, dass es Jürgen von der Lippe ist. Ha, nicht recht gehabt. Wie ist es bei dir? Also wenn ich jetzt gleich an mein Handy gehe, habe ich 50 Nachrichten, also ich denke mal, es ist gerade mein Geburtstag oder so, weil echt alle am Mitraten sind, alle schicken irgendwelche Tipps ab. Ja, das ist doch bestimmt hier Lady Gaga oder so, mein Onkel mit so ganz abstruse Tipps. Ich glaube nach wie vor, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ich war ja auch mit Lucy in der ersten Sendung und habe ich mich ablenken lassen. Ich glaube mittlerweile, dass die Produktion Menschen bezahlt, dass die mir falsche Indizien geben, damit ich weg von meiner richtigen Spur komme. Ich bin auch so ein Bauchgefühl. Ich bin so paranoid mittlerweile. Was machst du nächste Woche? Also, ja, ich bin schlimm, ich bin die Pest. Ich bin schlimmer als die Pest. Du hast gerade schon angedeutet, du fandest es auch cool, als Ruth dich erraten hat, ne? Ja, fand ich cool. Weil Ruth hat also Pferde, dann das Gripstheater, Grips, da wusste ich, die Kleine ist auf dem richtigen Weg. Ja, ganz genau. Was hat das mit der Blockflöte zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Das ist irgendwie zu Jürgen. Achso, okay. Und auch die allgemeine Verunsicherung ist eingebaut. Weil mit der Blockflöte habe ich wirklich gar nichts zu tun. Nee. Ich habe das ganze Obst irritiert. Aber alles voller Obst, ne? Ja, aber jeder ist ja. Ja, nun mal, ich bin der so, hey. Also bei Obst hat Obst keine tiefere Bedeutung. Nein, no, dann will ich gerne Obst essen. Nein, siehst du, aber wer isst gerne Obst, oder? Also die Indizien sind auf jeden Fall sehr speziell. Man muss da genau hingucken, auf Details achten. Und ihr Zuschauer zu Hause könnt natürlich auch online mitwohnen.